In diesem Video lernst du, wie jeder ein kostenloses, professionelles Logo in wenigen Minuten erstellen kann. Es ist meiner Ansicht nach die beste Variante, und zwar ein Mix aus einem kostenlosen Tool und kostenlosen Grafiken und Icons. Außerdem erkläre ich dir kurz die Lizenzbedingungen, damit du rechtlich auf der sicheren Seite bist. Aber keine Sorge, du kannst mit diesen Grafiken eigentlich fast alles machen. Los geht's! Das Tool, das ich dir heute vorstellen möchte, heißt Canva.com. Du kannst damit nicht nur Logos erstellen, sondern Social Media Posts für Instagram und Facebook bearbeiten, Videos cutten oder Druckprodukte wie Visitenkarten und Wandkalender erstellen. Das Tolle daran ist aber, dass du unzählige Vorlagen zur Auswahl hast, die du einfach auswählen kannst und dann nach Belieben anpassen kannst. Canva ist ein sogenanntes Freemium Tool. Das heißt, du kannst sehr viele Funktionen gratis nutzen, aber viele Grafiken, Schriften, Icons und so weiter sind nur mit der Premium-Version verfügbar. Canva Pro kannst du 30 Tage lang kostenlos ausprobieren. Bevor du dich registrierst, würde ich mich freuen, wenn du den Link unten in der Beschreibung klickst. Dann bekommen wir, wenn du später dafür bezahlst, eine kleine Provision. Für dich wird es nicht teurer und so können wir in Zukunft weitere Videos produzieren. Wie sieht es mit den Canva-Lizenzbedingungen aus? Zuallererst, dies ist keine Rechtsberatung. Ich gebe dir nur die Bedingungen, die du unter canva.com/policies findest, wieder. Mit der Free-Version von Canva darfst du fast alles machen. Du darfst die Dateien für private und kommerzielle Zwecke nutzen, darfst die Dateien frei verändern und du kannst sie auf Websites, Blogs, Social Media Posts, auf Büchern, auf Katalogen, auf Online- und Offline-Werbung, in Videos oder sogar für Design-Templates verwenden. Und das Beste daran, du brauchst nicht mal einen Bildnachweis hinzuzufügen. Was darf man nicht machen? Du darfst zum Beispiel nicht unveränderte Versionen einfach weiterverkaufen, zum Beispiel als Druck auf einem Poster. Du darfst die Dateien nicht auf anderen Stockplattformen weiterverkaufen. Du darfst erkennbare Personen nicht in schlechtem Licht darstellen und du darfst bei erkennbaren Personen nicht suggerieren, dass diese deine Produkte empfehlen oder befürworten. Wenn du dir nicht sicher bist, sieh dir einfach die Lizenzbestimmungen an. Beginnen wir nun mit der Erstellung. Links oben findest du die Vorlagen. Diese sind sortiert in die verschiedensten Kategorien. Ganz oben kannst du die Logos durchsuchen oder du scrollst ganz nach unten und siehst hier alle Vorlagen an. In diesem Beispiel werde ich versuchen, unser BetterSites Logo nachzubauen. Hierfür füge ich einfach einen Text ein. Hier gibt es wieder verschiedenste Schriftkombinationen, die du einfach per Drag and Drop einfügen kannst. Ich werde aber mit einer einfachen Überschrift beginnen. Ich vergrößere das Textfeld, positioniere es mittig und suche mir als erstes eine passende Schriftart aus. Diese kannst du auch wieder einfach durchsuchen und nach verschiedenen Stilen filtern. Für das BetterSites Logo werde ich allerdings eine sehr einfache Schriftart wählen. Ich vergrößere die Schrift nun. Ich kann nun die Farbe ändern oder verschiedene Effekte hinzufügen. Als nächstes werde ich versuchen, das normale S durch einen speziellen Icon zu ersetzen und durchsuche hierfür die Elemente nach S. Hier werden mir verschiedenste Grafiken vorgeschlagen. Ich werde mich für diesen entscheiden und füge diesen einfach per Drag and Drop ein. Nun muss ich die Schrift aufspalten. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Fragen und Feedback bitte gerne in die Kommentare. Auch für diesen Icon kann ich einfach die Farbe ändern. Weiters könnte ich die Fotos durchsuchen oder ein Hintergrundbild einfügen. Eine weitere Funktion sind eigene Uploads. Ich werde nun auf der Plattform flaticon.com nach einem weiteren Icon für den Buchstaben S suchen, diesen hier hochladen und für unser Logo verwenden. Bei flaticon gebe ich einfach den Buchstaben S ein und suche mir einen Icon aus. Hier findet man die Lizenzbestimmungen. Man darf den Icon frei oder kostenlos für persönliche und kommerzielle Zwecke verwenden. Man muss aber einen Bildnachweis hinzufügen. Für Websites kann man diesen zum Beispiel in der Credit Section einfügen, also bei dir im Impressum. Über PNG Download kann ich den gratis Download starten. Bei Canva kann ich nun unter Medien hochladen, das Bild hochladen oder einfach per Drag and Drop hier hinzufügen. Nun füge ich den Icon ein, passe die Größe an
kopiere mir den Text. Und fertig ist eine weitere Variante unseres Logos. Kommen wir nun zum Download. Ich entscheide mich für das Logo mit dem blauen S, lösche die andere Version, zentriere das Logo nochmal und wähle nun Download. Wie auch Canva empfehle ich dir, die Datei als PNG downzuladen. Solltest du einen transparenten Hintergrund benötigen, brauchst du hierfür allerdings die Canva Pro-Version. Wenn du wirklich ein wunderschönes Logo erstellen möchtest, das auch 100% zu dir passt, dann sieh dir jetzt dieses Video an. Da zeige ich dir, wie du Millionen von kostenlosen Grafiken und Icons finden und rechtssicher für dein Logo oder alle anderen Anwendungsfälle verwenden kannst. Bis bald. Ciao.